Ja, servus Leute, herzlich willkommen zum ersten Werkstattbesuch. Heute geht's für mich mal nach Köln und dort werde ich den Thomas besuchen. Das sind für mich ungefähr 2,5 Stunden Fahrt und ich bin mal gespannt, wie der Tag heute so wird. Ich bin jetzt endlich beim Thomas angekommen, waren jetzt glaube ich 3 Stunden Fahrt. Heute ist ein Kölner Demo, hast du gesagt. Kurden-Demo und Fußballspiel. Also ihr könnt euch ja da vorstellen, wie viel hier auf den Straßen los war. Es war echt nicht schön, da habe ich nicht nur einmal verfahren, also hat alles ein bisschen länger gedauert. Sollen wir mal reingehen? Ja, gehen wir top. Rein. So, wir sind jetzt hier in der Werkstatt und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so rum, dann zeigst du uns, welche Maschinen du hast und kannst du uns zu ein paar Sachen erzählen. Deine Werkstatt ist eine Kellerwerkstatt, hast du gesagt, oder? Richtig. Es ist ein Keller. Das bedeutet, du hast im Winter auf jeden Fall mal eine warme Werkstatt. Relativ warm, zumal hier die Heizungsrohre. Ach cool, das ist natürlich wie ein Sechser im Lotto. Absolut. Es ist hier auch nicht so niedrig drin, also wir sind keine Zwerge. Die Deckenhöhe ist echt nicht schlecht. Ja, 2,20 ungefähr. Bei uns ist es auf jeden Fall viel, viel niedriger, also das ist schon mal toll. Damit ihr wisst, wie groß die Werkstatt ist, die hat ungefähr 20 Quadratmeter, hast du gesagt. Das bedeutet, die Länge ungefähr 5 Meter und hier ungefähr 4 Meter. Wir sind ja nicht ganz genau. So, dann zeig uns mal. Was haben wir denn hier alles? Was haben wir hier? Hier haben wir direkt den Bankecken. Schöne Hobelbank. Richtig, von Felder. Von Felder. Hast du die neu gekauft oder gebraucht? Nee, neu gekauft. Neu gekauft? Ach, schön. Ich habe eigentlich alle Maschinen neu gekauft, soweit ich welche habe. Fast alle. Ja. Das habe ich hier selber gebaut, aus Restmaterial. Ich verarbeite sehr viel Restmaterial. Ja. Wo hast du die Schraubsägen davor gelagert? Davor hatte ich die hier an der Kante. Ja, klassisch irgendwo draufgehängt, wie ich es auch mache. Entweder über der Lampe. Oder hier so an der Werkbank. Und dann bei jedem Mal rappeln sind die runtergefallen. Ja, okay. So ist es ja bei mir im Moment auch noch. Ich habe die Schraubzwingen einfach an der Lampe hängen. Aber das hier sieht schon direkt ein gutes Stück gescheiter aus. Ihr steht im Moment auf einem MFT, vom Festool sehe ich sogar gerade. Den werden wir euch gleich auch noch zeigen, aber das hier ist die schöne Hobelbank. Kannst du sagen, was die noch gekostet hat? Nee, weiß ich nicht mehr auswendig. War wahrscheinlich nicht günstig, oder? Noch dreistellig. Dreistellig? Okay, ja. Ich glaube schon. Unter der Hobelbank lagere ich also alles Mögliche, was man so zum Spannen braucht. Also hier so ein Türlist, weil ich auch den außer dem AOK jemand kennt, der verwendet den. Auch was nachgebautes aus Resten. Das ist hier so ein Parallelanschlag für die Führungsschiene. Da unten ein paar Holzreste, die man als Zulagen vielleicht noch verwenden kann, von denen ich mich im Moment nicht trennen kann. Das mit den Holzresten kenne ich auf jeden Fall. Ich schaue manchmal in mein Holzlager und dann schaue ich mir so einen Streifen MDF an und denke mir, warum hebe ich das Teil noch auf? Warum verbrenne ich das nicht sofort oder gibt es da Oma zum Verheizen? Kennst du das bestimmt. Ich muss zugeben, in Anbetracht dieses Besuches habe ich gestern Abend noch ein bisschen aufgeräumt und habe mich in dem Zusammenhang noch von etlichen Sachen getrennt. Ja, das macht man also meistens wirklich, wenn es dann dazu kommt. Die Mülltonne ist im Moment halb voll. Cool. Ja. Gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Ja. Schauen wir uns mal hinten. Ich sehe eine French Cleats Wand. Richtig. Die schauen wir uns mal an. Die sieht sehr, sehr schön aus. Selbstredend, alles aus Resten. Benutzt du die Hobel oft? Selten. Selten? Wieso? Also wenn ich holen muss, dann verwende ich lieber die als dieses Makita Handhobel. Ja, so ist es bei mir aber auch. Ich habe zu Hause auch so einen Elektrohobel, den benutze ich gar nicht. Also ich glaube, das Einzige, wo ich mal gesehen habe, da war ich in der Schreinerei, da habe ich Praktikum gemacht. Mhm. Da haben wir von Fenstern haben wir die Seiten ein bisschen runtergehobelt, damit sie halt in die Lücke passen. Mhm. Das war eigentlich das einzige Mal, wo ich das Ding mal benutzt habe. Ja. Also ansonsten benutze ich echt auch lieber die normalen Handhobel. Hier ist noch ein Bohrständer. Ist das ein Babeco-Bohrständer? Nee, das ist ein Wolfkraft. Wolfkraft? Ja. Ah, okay. Wie findest du den? Ich bin mit dem eigentlich sehr zufrieden. Ah, okay. Und ich sehe auch schon, da hinten ist noch eine Säulenbohrmaschine. Genau. Hast du dir danach gekauft, oder? Die habe ich lange danach gekauft. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich dann so dein Spindelschleifer, oder? Der wird unter anderem als Spindelschleifer benutzt, ja. Da könnt ihr einfach die Platten rausnehmen, genau. Und könnt dann andere Platten reingeben, genau. Die haben dann einen anderen Durchmesser. Richtig. Da könnt ihr andere Bohrspindeln, Schleifspindeln einsetzen. Richtig. Ja, dann hier ist, weil glaube ich vom Truppe, also Truppe, und zwar ist das der Anschlag für die Kreissäge.
beliebige Schrägen schneiden kann. Nicht ganz beliebig, aber... Das Teil wollte ich mir auch noch bauen, hab's aber noch nie gemacht. Ja. Ich hab's immer freihand geschnitten. Ich hab's zuletzt gebaut, weil ich in die Verlegenheit gekommen bin, dass ich solche Schrägen schneiden musste. Ja. Für Fledermauskästen, die ich zurzeit baue. Mhm. Und ja, dann habe ich das halt aus der Not nachgebaut. Ach cool. Ja, das ist auch aus Resten. Simples Teil. Man kann aber echt viel mitmachen, ne? Ja. Wie oft hast du schon benutzt bis jetzt? Bei dem einen Projekt oder schon öfters? Bis jetzt nur bei dem einen Projekt. Also 6 Fledermauskästen habe ich bis jetzt gebaut. Und es werden aber noch so 5-6 Folgen. Ach cool. Mal gucken, wie viel Material ich noch dafür habe. Bestimmt alles Restmaterial, oder? Richtig. Und zwar alles Restmaterial. Dieses Regal, das ging komplett über die ganze Wand ursprünglich. Und um die Werkstatt umorganisieren zu können, habe ich da also jetzt viele Bretter rausgenommen. Ja. Und die sind halt jetzt übrig. Und die waren hier hinten in der Ecke. Und um Platz zu schaffen für anderes Material oder für andere Maschinen, wer weiß, habe ich eben jetzt angefangen, diese Bretter zu verarbeiten. Ach cool. Das Holzlager schauen wir uns auch mal direkt an. Muss das sein. Das Holzlager, aber sicher doch. Kommen Sie mit dem Holzlager gut klar? Oder wird das schnell unordentlich? Oder hält sich im Rahmen? Es wird leider sehr schnell unordentlich. Sehr schnell, sagst du? Ja. Sobald man irgendwie da hinten eine Platte rausholen will oder teilweise sind die Platten unterschiedlich dick, dann passen die nicht in Reihe. Also bei mir war es immer so, ich hab dann echt wirklich auch größere Stücke einfach mal weggeworfen oder verbrannt. Es tut zwar manchmal weh, aber wenn man sie am Schluss nicht findet und nicht benutzen kann, dann... Ja. Verbrennen bietet sich an, wenn man Holzofen hat. Das stimmt. Natürlich bei richtigem Holz, aber ich habe hier, wie du hier siehst, sehr viel Plattenmaterial. Ja. Diese Bohrmaschine, das ist, sag mal, Billigmarke der Firma Felder, Nummer 1 Maschinenmarkt. Bin ich im Prinzip sehr zufrieden mit. Das Schöne ist, dass man die sehr weit ausfahren kann. Man hat also im Gegensatz zu einer normalen Standbohrmaschine sehr weite Auslage. Kann aber auch sehr nah dran fahren, damit sie sehr präzise arbeitet. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Ich sehe, den Tisch hast du auch gebaut. Der kommt einem auch aus YouTube-Videos bekannt vor, richtig. Von wem? Das war, glaube ich, Truppe gewesen. Ja, ich habe es mir auch schon gedacht. Ich habe was ich dazu gemacht habe, ich hatte mir damals für diesen Bohrtisch diesen Anschlag gebaut und habe mir hier in diesen Tisch entsprechend Schienen eingelassen, in dem Abstand, dass ich den Anschlag genauso verwenden kann, für beide Geräte. Ein Beispielprojekt ist hier dieser Unterschrank für die Bohrmaschine, wo verschiedene Bohrer sind, Anschläge, sonstiges Bohrzubehör. Wann hast du das gebaut? Das ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt. Selbstredend aus Resten. Wie alles? Wie fast alles hier, ja. Ach cool. Ist eigentlich entstanden, weil ich an dieser Werkstattwand da hinten eigentlich zu wenig Platz hatte für die Bohrer. Außerdem waren die Bohrer da zu weit weg, weil die Bohrmaschine hier stand. Und deswegen habe ich halt dieses Unterschränkchen gebaut. Es war ja Platz genug darunter. Und ich habe so halt auch mehr Platz an den Schränken, an den Werkstattwänden bzw. in dem Schubladenschrank hier. Das hier ist eine Scheppach-Bandsäge. Die läuft im Moment nicht. Da ist unten die Führung ein bisschen kaputt. Wir haben es eben mal angeschaut, aber da ist sehr wahrscheinlich der falsche Riemen drin. Möglicherweise der falsche Riemen, obwohl es der ist, der mir aufgrund der Seriennummer die Firma Scheppach geliefert hat. Ich zeige euch mal, welche Bandsäge das ist, und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dasselbe Problem habt. Es scheint so, als wenn da unten dieser nachgelieferte Riemen zu breit wäre. Schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ihr dieselbe Säge habt, ob ihr da keine Probleme habt. Und falls ihr mal den Riemen ausgetauscht habt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Vielleicht können wir dann dir, Thomas, weiterhelfen. Das wäre sehr cool. Ja, die Drechselbank habe ich damals, wie einige andere Maschinen, gebraucht, über einen Kumpel bekommen. Das hier ist nach meinen Nachforschungen ein DDR-Gerät, was leider keine Standardgewinde hat, sodass ich dafür keine Standard-Bohrfutter kriege. Es sind so ein paar andere Mängel. Man kann also zum Beispiel die Werkzeugauflage nicht unterhalb der Mittelachse stellen. Ich habe hier keine MK-Aufnahme, sodass ich also nur hier diesen Mitläufer habe. Ich kann also keinen Bohrer da einspannen. Es sind so noch ein paar andere Schwachstellen. Was mir aber gut gefällt, ist die Absaugung. Ja, das habe ich irgendwann mal aus Resten hinten dran gebaut. Da kann man hier so einen Schlauch reinstecken. Gute Idee.
Ja, da habe ich mir einen Multifunktionstisch gebaut. Einerseits ist es ein Frästisch. Darunter ist jedenfalls ein Sechskant, mit dem ich mit dem Akkuschrauber die Fräse hoch oder runter fahren kann. Dann gleichzeitig Unterschrank für diverse Werkzeuge, Werkzeugzubehör, Drechseleisen etc. Welche Fräse hast du eingebaut? Das ist im Moment ein Fräsmotor hier von Kress. Ah, das ist ein sehr guter Motor, oder? Das ist ein sehr guter Motor. Und das Ganze in der Höhe insgesamt so gebaut, dass es also gleichzeitig auch Tischverlängerung sein kann hier für den MFT. Cool. Das hier ist zu einem Bankknecht und zu anderem ist das eine Spanhaube für die Tischkreissäge. Richtig. Kannst du es mal hochheben, damit wir das hier oben sehen können. Da seht ihr, richtig cooles Projekt. Da könnt ihr nämlich auch verdeckte Schnitten machen und müsst nicht immer den Spanhaube, so eine, die hier fest montiert ist, da müsst ihr die nicht immer abschrauben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mir eine Spanhaube zu Hause gebaut habe, die mit so einem Arm über die ganze Säge geht. Denn da müsst ihr einfach nicht immer das Ding abbauen, wenn ihr mal verdeckte Schnitte macht. Und das hat sich echt cool gelöst. Eismann, geil. Wir haben bei uns kein Eismann mehr. Nee? Ah, nee, doch. Wir haben mittlerweile noch einer. Das kann auch Schrotthändler sein, fällt mir ein. Die haben auch so einen... Für die Leute, die nicht wissen, was ein Banknecht ist, in ganz, ganz alten Büchern, seht ihr die noch? Ich glaube, in neueren Schreinerbüchern seht ihr die bestimmt auch noch, aber ich glaube, die werden mittlerweile gar nicht so mehr so oft benutzt. Die benutzt ihr, wenn ihr an der Hobelbank hinten etwas einspannt und das relativ lang ist und hinten auch noch so ein bisschen Support braucht, dann könnt ihr einfach hier, dann könnt ihr hier unten dieses Teil der Höhe verstellen und könnt dort dann noch das Holz auflegen. Stimmt's? Ja. Genau. Hast du schon oft benutzt? Als solche noch nicht. Noch nicht? Okay, ja, da haben wir es wieder. Man braucht es eigentlich nicht mehr so oft mittlerweile. Ich sehe gerade, du hast einen richtig edlen Staubsauger. Richtig. Bist du zufrieden mit dem Teil? Sehr zufrieden, ja. Darf man fragen, was das Teil gekostet hat? Das ist ein Holzstaub geprüfter, der lag, glaube ich, irgendwas um die 800. Okay, es ist schon ein stolzer Preis. Ich muss sagen, also der MFT, der Staubsauger und die TS55 waren die ersten Geräte, die ich mir überhaupt gekauft habe. Die habe ich mir deswegen gekauft, weil ich sie im Dienst verwende und da sehr zufrieden damit war. Darf man fragen, als was du arbeitest? Ich bin technischer Angestellter im Uni-Institut. Okay. Und früher noch mehr als im Moment hatte ich also unter anderem auch mit Schreinertätigkeiten zu tun, also Regale bauen okay. Und dergleichen. Ach cool. Also ist das auch so ein bisschen Ausgleich für dich, wenn du heimkommst, dass ein bisschen. Ich mache das schon immer ganz gerne. Und, Dann hast du auch drüber einen MFT. Sag mal, benutzt du den oft? Den benutze ich sehr viel, ja. Was machst du da normalerweise mit? Also ursprünglich ja hier für die Tischkreissäge, ne, mit dem Anschlag. Für die Leute, die es nicht kennen, da könnt ihr dieses Teil hier runterklappen und könnt dann hier drauf mit der Handkreissäge, passend natürlich zum Festool MFT, könnt ihr dann das Ganze ablenken. Und da seht ihr hier auch, da ist eine Nut, die kommt dann von dem Kreissägeblatt von der Handkreissäge. Aber ich nutze ihn auch sehr viel zum Beispiel für Montagen. Ich habe mir zum Beispiel hier so Platten gebaut. Hier hinten ist noch eine längere, die man auch als Anschlag hier dran machen kann. Als Montagehilfe, wenn ich irgendwas rechtwinklig spannen will. Zwei Platten aneinander. Gute Idee. Ja, oder auch sonst zum Spannen, weil ich hier diese Bankhaken habe. Diese. Thomas, jetzt musst du aber noch da hinten die Ecke zeigen. Was hast du dort alles versteckt? Was ich dort alles versteckt habe? Naja, noch ein paar Holzvorräte. Noch ein paar, ja, hier ist mal so ein selbstgebauter Tellerschleifer, Elektronikzeug, Elektrowerk, also Elektrohandwerkzeug. Thomas, hast du eine Lieblingsfirma, eine Lieblingsmarke? Also zu den Lieblingsmarken gehört auf jeden Fall Festool. Sie sind auch teuer genug, muss man sagen, oder? Also dafür, teuer, für das Geld müssen sie auch gut sein. Sie sind teuer, aber sie sind wirklich durchdacht. Ja. Und langlebig. Wie kommst du im Regelfall immer auf deine Projekte? Suchst du dir selbst aus oder bekommst du Tipps oder irgendwelche Hinweise, was du vielleicht beim nächsten Mal bauen könntest? Also es ist ganz unterschiedlich. Erstens mal, ich bin ja noch dabei, die Werkstatt weiter aufzubauen, umzubauen. Und so kommt es also zu verschiedenen Projekten, weil es eben gerade gebraucht wird, wie hier dieser Unterschrank von der Drechselmaschine oder dem Rohreunterschrank oder dem Unterschrank von der Kreissäge. Übrigens so austariert, dass ich auch genau auf die Höhe vom MFT komme.
Leute, wenn ihr in eure Werkstatt etwas umbaut, schaut, dass ihr viele, viele Arbeitsflächen auf derselben Höhe habt, denn dann habt ihr keine Probleme, wenn ihr mal größere Platten auch in einer etwas kleineren Werkstatt zuschneiden möchtet. Aber alles in allem eine wirklich cool eingerichtete Werkstatt. Hier nicht zu vergessen, die Bosch GTS 10. Die haben wirklich viele. Ja. Seit wann hast du die? Na, also ich muss sagen, ich habe leider zu sehr gespart. Ich habe die GTS 10J gekauft, die auch Auslaufmodell war. Was ich damals nicht übersehen habe, ist, dass die für den Transport gedacht ist und deswegen hier so einen Griff hat. Das hat den Nachteil, dass man dieses Stück, wenn man die Säge ausfährt, also den Anschlag ausfährt, nicht wirklich für irgendwelche Unterbauten wie diese Oberfräse nutzen kann. Deswegen, also da bin ich nicht ganz glücklich mit der Maschine. Aber ansonsten... Aber jetzt hast du einen coolen, selbstgebauten Frästisch. Jetzt habe ich den... Der ist mindestens genauso gut, oder? Ja. Das hier ist auch noch sehr cool. Den Spitzer hast du doch bestimmt noch aus der Schule, oder? Der ist von meiner Frau. Bei dir ist es jetzt ein Spitzer, bei mir ist es eine alte Küchenwaage. So kommt irgendwie am Schluss alles in die Werkstatt, was man dann doch noch irgendwie gebrauchen kann. Thomas, wirklich sehr schöne Werkstatt. Danke für den Rundgang, hat mich sehr gefreut. Ich habe mir auch jetzt auf jeden Fall wieder einiges abschauen können. Okay. Was ich dann zu Hause auch wieder umsetzen werde. Das hört mich. Für euch schreibt uns mal bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Irgendwie Verbesserungsvorschläge sind ja auch sehr erwünscht. Das ist für uns beide das erste Mal, dass wir sowas filmen. Ich habe sowas davor auch noch nicht gefilmt. Hast du davor mal irgendwie was gefilmt? Nein. Seid also nicht so hart mit der Kritik. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Ciao. Tschüss.